Hallo. Ja. Ich denke mal, mir gefällt immer noch am besten der Hunter. Denn so ein treuer Companion wie dieser kleine Hunter ist mir doch immer noch am wichtigsten. Sieh dir das an. Golden. Der goldene Hund frohlockt und läuft mir hinterher. Wunderbar. Gut, außerdem hat der Hunter ja so einen schönen Crossbow. Und der ist ja schon ziemlich hilfreich, muss ich sagen, am Anfang. So. So, versuchen wir mal vernünftig jetzt. Careful, careful with the bombs. Erstmal alles auslösen hier. Hündchen. Findest du nix? Na gut, gehen wir weiter. Holy shit. Oh, fucking hell. Alright. Das lief ja noch halbwegs scheiße. Aber das macht ja nichts. Komm mal. God damn it. Alright. Diese fucking Knights sind scheiße gefährlich. So, hier ist sonst nichts mehr. Komm, Hündchen. Lass uns weiter rennen. Richtung nach unten. Alright. Komm, Hündchen. Alright. Also Tische ausnutzen und dann sind auch die großen nicht mehr so hart. Gehen wir weiter nach unten. Alright, alright, alright. Oh shit. Gut, aber sie waren ja, bevor sie schießen, indem sie so komisch leuchtende Augen kriegen. Ist eigentlich genug Zeit, um aus dem Weg zu gehen. Eigentlich. Ich meine, ich habe ja schon ein halbes Herz verloren gegen die Schweine. So. Was ist das hier unten? Secret. Was ist das? Hund, kannst du was machen? Nein. Der Hund macht gar nichts, denn das kann er am besten. So wie ich. Schade eigentlich. Ich wollte euch eigentlich damit in die Luft jagen. Alright. Wow. Scheiß Dinge. Come on then, you fucking bastard. Alright. Was war das? Was habe ich da gerade aufgehoben? Man weiß es nicht. Ich nehme an, Geld. Ah ne. Ah, ich wurde geheilt. Ich wurde geheilt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Einfach durchrennen. There you go, you fucking cunt. Whoa, shit. Okay, scheinbar machen Explosionen auch nichts aus bei den komischen Schleimviechern. So, jetzt sind wir in dem Raum. Aha. Ist das ein Backpack? Item. Ja, thanks, man. Kein einziges Item, aber Item Capacity up. Thanks. That's really great. That's exactly what I needed. Lass mal eben gucken. Oh, alright. Ja doch, gehen wir hier lang. Scheiß wie ich. Hey, ihr blöden
Vögel. Hey man. Oh crap. Hey man. Oh shit. Alright. Next one. Okay, da gehen wir noch nicht hin. Ich hoffe, wir finden erstmal eine richtige Waffe. Ich meine, notfalls mit dem Crossbow kriegen wir den Gegner vielleicht auch hin. Zumindest wenn es der Vogel ist. Zumindest der Gatling-Vogel. Allerdings, wenn irgendwas anderes passiert, und ein neuer Gegner auftaucht, dann haben wir wahrscheinlich ein Problem. Das wird ein bisschen zu gefährlich. Oh shit. Das war doof. Nicht immer nach vorne gucken, sondern auch mal genau vor der Nase. Denn ansonsten schleichen sich die kleinen Bastarde vorbei. Hündchen, hast du was für mich? Nein. Aber wir haben einen Shop. Fortune's Favor. Armor. Hm. Half a heart. For 20. Meat bun. Ja. Wir kaufen uns mal ein halbes Herz. You have fine taste. Ja, yeah, thanks, man. Alright. So, jetzt gehen wir nochmal rein und kaufen uns das andere auch noch. Denn Leben soll uns erstmal am wichtigsten sein. Guck mal hier, das ist glaube ich das Bild dann von dem Boss eben, oder nicht? Der komische Vogel. Shit. Ich wollte eigentlich noch was erledigen in dem anderen Raum. Shit, das wollte ich nicht. Ah, hier Verschlüsse. Ich dachte nämlich hier... Ah ja, genau. Hier ist nämlich auch einer. Den hatte ich vergessen. Jetzt habe ich ihn. Cool. Schlüssel sind doch schon mal wichtig. Yes. Helix. Spice and whatever that was. Let me take a look at it. Splice and dice. Semi-automatisch. Fires two wave projectiles. Inspired by real science, the helix is extremely useful for hitting two things at once. As long as they are a certain distance apart. Okay. Klingt cool. Wow! Das ist ja eigentlich ganz geil, das Design. Okay, kommen wir mal mit Distance. Also, von hier bis in die Mitte des Raums. Ansonsten ist das Ding ziemlich scheiße. Naja. Lass ich mal eben schauen. Ja gut, ne? Wir müssen jetzt den Boss machen. Was ist das denn hier? Geheime Kette der Gerechtigkeit. Aber die können wir leider nicht benutzen. Leider heute mal nicht. Normalerweise schon. Heute nicht. So. Helix Gun, ey. Fucking hell. Ich hätte mich auch teleportieren können, aber ich laufe gerne. Denn dadurch bleibt man fit. Und ich muss mich ja gleich bewegen, deswegen ist es auch eine gute Aufwärmphase. Oh shit, das ist ein anderer Gegner. Nee, gar nicht, das ist das Gatling. Ja, okay. Wissen wir ja schon ungefähr, was passiert. Das ist so scheiße. Gatling Girl. Ah, cool. That's me. Funktioniert ja fantastisch. Oh shit, ich häng fest. Alter, fuck.
Das sieht für teilweise gut. Hauptsächlich schlecht. Ja gut, ne? Hätte ich mal nicht so ein scheiß Item gekriegt wie das Backpack, sondern was Richtiges, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Wir machen einfach mal Quickstart. Denn, vielleicht kriege ich es diesmal hin. Ist unwahrscheinlich. Crap. Alright, alright, alright. Versuchen nicht zu sterben. Eieiei. It's difficult. It's very difficult, this game. Aber es macht Spaß. Ich meine, wenn es um so Replayability geht, was man neu spielen möchte, dann ist es ja genau das richtige Spiel. Einfach immer wieder neuen Run starten, bis man stirbt. Und fertig. Kann man ja mal kurz eine Pause oder so machen. Gefällt mir ja dann doch sehr gut. Allerdings muss man da vielleicht auch ein bisschen besser sein als ich, wenn man weiter als zum ersten Boss kommen möchte. Aber da ist vielleicht auch ein bisschen Glück bei. Ups. Ein bisschen besser zielen auch. So. Haben wir das? Nee. Hey, Kollege. There we go. Ein Schlüssel noch dazu. Nice. Krieg ich den Schlüssel jetzt nur, weil ich einen Hund dabei habe? Ich glaube schon, ne? Ich kann mich zumindest nicht erinnern, mit den anderen Schlüssel kriegt er. Wow, Geist mit fucking Thompson. Das ist ein bisschen gefährlich. Holy fucking shit. There you go. Blöder Drecksmagier. That's it for you fucking cunts. Careful now. Alright. That went well. Finde ich. War okay. Gehen wir weiter nach unten. Weiter nach unten. Denn ich höre, da gibt es Frieden. Ich mag das ja nicht so mit dem ganzen Schießen. Finde ich nicht so gut. Dreck. Doppel. Fucking. Fucking, ja. Fucking hell. Alright. Nach rechts. Blöder Vogel. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Der Vogel hat mich erwischt. Der blöde Vogel. What the fuck is this? Table text done. What the fuck? This ancient technique briefly stuns enemies whenever a table is flipped. Chapter 1 of the Tabla Sutra. And when a table is masterfully flipped, what a most magnificent sight. Surely, all who witness the flip of a true mastery can only stand transfixed. Agog. Okay, cool. Könnte sehr, sehr, sehr interessant werden. Wenn ich jedes Mal damit die Leute ein bisschen stunnen kann. Dann ist das eventuell doch ganz hilfreich. Nicht im Boss-Battle, aber
allgemein. So, hier lang. Schauen wir mal, was hier so ist. Versuchen wir das mal. Sehr gut. Oh, das funktioniert sogar so richtig geil. Ups. Kann ja eben sogar noch nachladen. Geil. Das funktioniert super fantastisch. Wo ist der Schlüssel? Da unten. Thanks, man. Thanks, man. Okay. Haha. Shit. Shit. Shit, 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 shit. This is not good at all. Actually, really bad. There you go. Es lebt noch einer. So. Keinen unterschätzen, denn die sind alle gefährlich. Oh, fuck. Besonders, wenn sie explodieren. Team Rocket. Hey, cool, ich glaube, ich habe überlebt. Oh, shit. Hey, 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 das ging ja alles ein bisschen schief. Boss, lassen wir mal kurz noch eben sein. Würde ich mal sagen. Fuck. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Kann ich Sachen verkaufen? Hey boy. Blobulons get faster when they split apart. Weird ones, those. Not native to the dungeon either. Alright. Ich hol mir noch zwei Kugeln. Zwei Geldkugeln. Dann hole ich mir ein volles Herz. Da habe ich vielleicht sogar eine kleine Chance beim Gegner noch. Drecke, ich bin sehr gut im Spiel eigentlich normalerweise. Wenn ich das mal so sagen darf. Huch. Das war's ja schon für euch, Idioten. Dammit! Na. Crap. Fucking hell. Na gut, ich würde sagen, vielleicht nehmen wir in der nächsten Folge auch nochmal wieder einen anderen. Vielleicht nochmal den Marine. Was hatte der Marine nochmal? Better Reload Speeds and Weapon Accuracy. Plus Ammo Drop. Ist doch gar nicht schlecht. Aber der Hunter, ne? Kriegt man mehr Waffen, weil man mehr Keys hat. Hat irgendjemand was mit Gesundheit? Warte mal. Pilot? No. Reduces prices at shops. Das könnte cool sein. Denn dann kann ich mir auch Herzen billiger kaufen. Und ich habe eben eine Chance auf Keys. Das heißt, also Pilot könnte eigentlich eine gute Wahl sein. Aber ich nehme trotzdem weiterhin den Hunter, weil ich bin Hunter-Fan. Naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.